Wie bekommst du deinen Partner dazu, deine Wünsche im Bett zu erfüllen? Darum geht's heute. Kommunikation ist das A und O. Habt ihr bestimmt schon mal gehört, ist auch tatsächlich was Wahres dran, denn wenn man nicht kommuniziert, was man gerne mag, auch beim Sex, vorm Sex oder danach, dann kann der Partner das natürlich auch nicht unbedingt wissen. Über eure Bedürfnisse zu reden, kann Missverständnisse auf alle Fälle vermeiden und den Sex sogar noch verbessern. Und das Beste, ihr müsst nicht mal alles aussprechen verbal, sondern könnt auch nonverbal kommunizieren. Das heißt, wenn es euch an bestimmten Stellen zum Beispiel ganz gut gefällt, könnt ihr einfach die Hand des Partners nehmen beispielsweise und die dann an die Stelle führen. Nur mal so als Tipp. Kommunikation ist aber nicht nur wichtig, um dem Partner zu zeigen, was man mag und was man nicht mag. Auch bei einer Verhütungspanne ist es total schön, wenn man mit dem Partner ganz offen drüber reden kann. Wenn euch eine Verhütungspanne passiert, keine Scham, das kann jedem mal passieren. Quatscht da gerne mit eurem Partner drüber und seid auch offen, wenn er zum Beispiel auf euch zukommt und sagt, okay, hör mal zu, das Kondom ist gerissen, das ist gut, wenn man drüber redet, denn dann könnt ihr vielleicht sogar auch gemeinsam die Apotheke aufsuchen und euch zur Pille danach beraten lassen, denn die Pille danach kann euch helfen, eine Schwangerschaft zu verhindern, wenn ihr noch nicht bereit dafür seid. Dazu ist aber wichtig, dass ihr so schnell wie möglich in die Apotheke geht, denn wirken kann sie nur bei rechtzeitiger Einnahme. Nun aber zur lustvollen Kommunikation beim Sex. Vor dem Sex könntest du deinem Partner zum Beispiel erstmal erzählen, worauf du so richtig Lust hast. Denn wenn du ihm ins Ohr flüsterst und wirklich mal beschreibst, an welchen Stellen er dich berühren könnte, das zählt schon so ein bisschen zu Dirty Talk und das heizt ihn wahrscheinlich sehr an. Zu dem Thema haben wir übrigens auch schon ein Video gemacht. Wenn ihr darüber mehr wissen wollt, dann klickt gerne mal hier oben in die Infocard. Da gibt es das Video verlinkt. Du kannst allerdings natürlich auch sagen, was dir nicht gefällt beim Sex, auch währenddessen oder auch danach, damit der weiß, wo deine Grenzen sind und was du magst und was du nicht magst. Denn manchmal fällt einem auch erst danach auf, wenn man das erste Mal was probiert hat, dass es einem vielleicht doch nicht so gefallen hat und der Partner kann das ja auch nicht wissen, ob es dir gefällt oder nicht, wenn du es ihm nicht sagst. Und ich denke, wenn dein Partner der Richtige ist, dann wird er das auch in jedem Fall verstehen. Jeder freut sich aber natürlich auch über ein Lob oder auch ein Danke. Deswegen nicht mit Komplimenten geizen, denn damit spornst du natürlich deinen Partner auch an, die Sachen, die dir besonders gut gefallen, auch häufiger zu machen. Positive Konditionierung nennt man das. Vielleicht fällt es dir aber auch schwer, das Ganze in Worte zu fassen und dir ist es ein bisschen unangenehm, darüber zu reden. Du kannst das Ganze, wie gesagt, auch nonverbal deinem Partner beibringen und kommunizieren, indem du die Hände zum Beispiel auch ein bisschen wegschiebst, wenn es dir nicht so passt, wenn es dir nicht so gut gefällt. Oder wenn du gerne da berührt werden möchtest an gewissen Stellen, kannst du die Hände da auch einfach hinführen. Und dann merkt dein Partner auch, ob das für dich okay ist oder vielleicht sogar sehr gut ist. Außerdem, die Reaktion deiner Atmung geben deinem Partner eigentlich auch genug Hinweise, ob dir das Ganze gefällt oder nicht so gut gefällt. Und natürlich hat dein Partner auch Bedürfnisse und du möchtest wahrscheinlich auch wissen, was deinem Partner gefällt, deswegen frag ihn doch einfach. Er wird sich sicher freuen, dass du so aufmerksam bist und ihn sogar danach fragst und dann dir auch erzählen, was er ganz gerne mag. Und natürlich kannst auch du auf seine Körpersprache achten und schauen, was ihm gefällt oder nicht. Vielleicht mag es dir erstmal so ein bisschen unangenehm erscheinen, über Sex ganz offen zu reden, aber tatsächlich kann man den besten Sex nur haben, wenn man auch ganz offen darüber kommuniziert, weil der andere natürlich keine Gedanken lesen kann. Und egal, ob ihr nonverbal kommuniziert oder wirklich mit Worten, es ist wichtig, dass der Partner Bescheid weiß, was ihr mögt oder nicht, damit ihr guten Sex habt und auch andersrum. Und ich glaube, je lockerer man an das Thema rangeht, desto einfacher fällt einem dann über Sex einfach auch mal offen zu sprechen. Es ist nämlich überhaupt nichts Schlimmes dabei. Jetzt würde mich mal interessieren, welcher Typ ihr seid. Der Typ, der einfach alles offen raushaut, also der verbale Typ oder eher der nonverbale, der eher den Körper sprechen lässt. Schreibt das gerne mal in die Kommentare, also entweder verbal oder nonverbal und gerne auch eure eigenen Erfahrungen, wenn ihr mutig genug seid. Ich freue mich über euer Feedback. Abonniert hier gerne den Kanal. Nächste Woche kommt ein neues Video, dann verpasst ihr es auf keinen Fall. Auch die Glocke nicht vergessen. Hier gibt es ein weiteres Video und wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Tschüss, Leute!